Buschtaxi. Okay. Guten Tag, ich bin Liv. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal zu Jennifer Wolf. Und ich habe das jetzt mal vorgespult, das Uninteressante. Ich hoffe, es wird interessanter, weil ich weiß nicht, wer diesen letzten Fail-Part gesehen hat, aber der war ziemlich scheiße. Und ich habe da erwähnt, dass das Spiel meiner Schwester gehört. Und ich habe mir gedacht, ich nehme sie einfach mal mit. Hallo. Hallo. Okay. Ja. Also du hast schon gelesen, gell? Ja, ich habe noch einen Wolf dazu. Oh, der bin ich. Der sieht voll cool aus. Okay. Das dachte ich mir, dein Vater hat mir von dir erzählt. Oh. Ich bin Raphael. Hattest du eine gute Reise? Du musst lesen. Ja, danke. Wo ist mein Vater? Verdammt, hört man das jetzt? Ach, Mann. Ich weiß nicht, ich habe ihn heute Morgen noch nicht gesehen. Da. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen und dann bringe ich dich zu seinem Zelt, wenn du so lange warten kannst. Na, gerne, dieser Bereich muss freigelegt werden. Hier scheint es dir interessante Relikte zu geben. Hier sind Werkzeuge, bediene dich. Nein! Nein! Nicht wieder! Nein! Nein! Okay. Oh, ich hasse das so. Was ist das für ein dummes Spiel? Mann, wir sollen eine Schaufel finden. Oh mein Gott. Schaufel? Also das ist schon mal ein Besen. Ist das eine Schaufel? Nein. Nein, das Oh, da wurde der Hand gezeigt. Oh, ein Pinsel? Das ist ein Pinsel. Oh, warte mal, suche die Hand, suche die Hand. Siehst du die Hand? Siehst du die Hand? Siehst du die Hand? Ah, hier, okay. Haha. Den Erdhaufen entfernen. Okay. Während deines Arbeitsfeuers haben sie den Zugriff auf das Inventar. Interaktive Inventar. Wenn dieses sich öffnen, können sich das richtige Objekt wählen und die Umgebung zu interagieren. Okay. Los geht's! Ich will ihn entfernen. Ach so, ich würde mal mit einer Schaufel anfangen. Oh, wie cool. Darf ich das wegschaufeln? Ja. Hey, wie soll das gehen? Mal Haufen Staub. Staub? Was? Boah, die Musik wird immer so laut. Ich hasse da. Warum? Warte, Staub? Das ist Staub. Ja. Lass auch Staub suchen. Geh drauf. Oh, und was noch? Hier ist Staub, hier ist Staub. Oho. Schau mal, was ich gefunden habe. Achso, das ist dein Part. Ja, sag. Schau mal, was ich gefunden habe. Ja. Ein fast intaktes Skelett. Das ist bemerkenswert. Wir haben bereits vermutet, dass es etwas zu entdecken gab, aber das hier ist die größte Entdeckung. Oh oh. Nach meinen ersten Feststellungen. Feststellungen stammt es mindestens aus dem 9. Nein, 7. Hey, warte, nein, 12. 12. Jahrhundert. Ich muss... Hey! Warte. Boah, ich kann das nicht. Okay. Wo war ich? Ich muss das überprüfen. Ja. Warte. Nicht dich rum, wir schicken sie dann nach Mexiko. Dort nach Mexiko. Zu blöd zum Lesen. Wie ich irgendwie öfters bin. Aber es ist ziemlich früh. Ich glaube 9 Uhr oder so. Dort kann eine dort kann eine Radiokohlenstoffdatierung durchgeführt werden. Die ist egal. Eine Probe entnehmen. Oh, mit was machen wir das? Mit einer Pinzette, gell? Oh, oh, oh.
Ich kann sie mir nicht holen. Nein, sag jetzt nicht, dass ich jetzt... Hä? Ja, was? Was? Ach so, so kann ich sie jetzt holen. Kann aber... Oh, ein Zahn. Okay, ich darf keinen Zahn. Ach so, diese Fellteile da, oder wie? Was ist das? Ist das die Probe? Hä, aber die Zähne sind doch auch wichtig. Wir brauchen... Jeder braucht Zähne. Da ist noch Fell. Ah, das ist nichts. Okay, ja gut, sei leise. Der hat doch nicht mal was gesagt, oder? Keine Ahnung. Stoffstücke. Oh, da steht Stoffstücke. Ja gut, das habe ich irgendwie nicht gelesen. Hier, oder? Ohoho, perfekt. Ah, komm. 5 Zähne. Oh. Oh, jetzt brauchen wir jetzt Zähne. So, ich würde mal sagen, das darfst du dir suchen. Okay, los. Los. Okay. Los, so, so, du schaffst das. Wunderschön. Das machst du richtig gut. Ah! Super, ich bin stolz auf dich. Ich denke, ganz erinnert. Ey, da, 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 da! Okay, wir haben die Zähne gefunden. Woo! Haarbüschel. Soll ich das jetzt wirklich entnehmen? Okay. Ah, okay, du bist wieder dran. Pflanzenspitzen. Oh. Sowas. Oder? Nein. Ah, gut. Warte, ich glaube... Ah nein, das ist der Schatten. Sowas? Sowas? Ja, gut. Ich dachte... Ah doch, sowas. Hä, wo sind dann die restlichen? Sowas, oder wie? Hä? Da ist noch eine. Und da ist eine. Und da ist eine. Ah, ja. Ja, jetzt sehe ich sie auch. Jetzt sehe ich auch. Ja, ja, genau. Dann. Jetzt sehe ich sie auch. Ja, das ist ja klar. Nein, da. Ich tippe gerade wie so eine Wahnsinn auf meinem Computer, obwohl es eigentlich so gar nichts bringt. Das ist es, was wir brauchen. Ich habe da Laborstücke ausfindig gemacht. Die sehen aus wie Jade. Oder wie Jay? Nein, ja, ich glaube ja, das ist es, oder? Ja. Die Verteidigung, sie ist neu. Zu meiner Verteidigung, ja, ich kann heute nicht lesen. Jade ist logisch. Jade wurde früher zum Verzieren von Gräbern gebraucht. Oh, jetzt wisst ihr was. Wenn man die Gravur wieder zusammensetzt, erfährt man vielleicht mehr über die Identität des Kloten über zumindest sein Status. Oh, sein Status. Jadestücke. Oh, das sind ja sogar Jadestücke. Ja, Leute. Boah, wir haben es voll drauf. It's comeback. Leute, wir haben es voll drauf. Ich weiß noch, in der letzten Folge. Hä? Ich breche das ab, wenn ich es finde. Was? Und jetzt, Alter. Boah, wir sind voll gut. Nee, hier oben ist noch. Und die Musik wird immer lauter. Das ist ein Puzzlespiel. Oh, ich hasse Puzzles. Sie müssen das Bild so zusammensetzen, damit sich jedes Puzzleteil wieder an der richtigen Stelle befindet. Ja, play. Los, lass spielen. Klicke auf das Icon und die Aktivität. Sie können die Puzzleteile vertauschen. Ach so. Ich glaube. Okay. Ich glaube, das da kommt irgendwo hier hin. Ich glaube, das kommt nach unten. Was? Das da kommt noch unten. Ja, aber das da würde ich eher hier so hinziehen. Ja, das sind Ränder, warte mal. Oder? Oder das? Machen wir doch so. Das sieht gar nicht aus wie sowas. Sieht voll komisch aus. Das da vielleicht unten, oder? Ah, was ist das? Oh, das passt zusammen. Ah.
und das da. Ja, das passt auch zusammen. Ich glaube, wir müssen das nur eins hoch nach oben verschieben, oder? Ja. So. Ja, das gibt auch keinen Sinn. Oh Mann, kann jemand mal puzzeln? Das würde mich immer unglaublich interessieren. Die Dinger da. Ah, schau, schau, schau. Oh, wir haben es geschafft. Nein. Ja, 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 ja. 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 Das muss irgendwo hier hinkommen, oder? Soll ich nach unten kommen? Hä, was soll das dann? Das muss ja auch irgendwo hin. Ach nein, ich hab nicht auf dieses Ding drehen können. Hä, was hab ich jetzt gemacht? Ja, das sieht nach irgendetwas aus. Na, nach was? Na, das kann ich dir noch nicht sagen. Warte, dass wir das hier so runterschieben? Na, ach, ach, ach. Das passt nicht. Da musst du irgendwas anderes tun. So? Warte, ich hab's voll drauf. Das sieht richtig geil aus. Ich kann darauf gar nichts erkennen. Sag mir, dass das passt. Da, hier. Ich glaube, er war ein Mensch. Also, soweit sehe ich das hier raus. Es war ein Mensch. Es war ein Mensch, ja. Na toll, na toll, man kann es wirklich drehen. Toll, super. Okay, komm, wir setzen einfach irgendwo was hin, ja? Wir suchen uns was aus und dann setzen wir es hin. Okay, okay, wir machen einfach, wir suchen uns was aus und dann setzen wir es so rein, damit es passt. Also, das, nein. Okay, dann drehen wir das jetzt wieder. Okay, so aus. Warte, lass mal kurz ausprobieren. Ach, so schön ist mir ja nicht.
Versuch mal etwas. Aber passt hier nicht. Wieso nicht? Aber die beiden passen zusammen. Warte, wenn wir das da runter und das da runter und das so. Ja, aber das passt hier dann nicht. Du musst auf den Kern. Ich glaube, dann sehen wir. Ha, 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 ah. Ah. Okay. Ja! Woo! Ich weiß noch nicht, was das ist. Ja! Okay, das ist genial. Die Platte. Ich bin dran. Okay, mach. Eine sehr schöne Arbeit. Dein Vater hatte mir gesagt, dass du begabt seist. Dazu kommt das Glück dazu. Ja, klar. Was heißt hier Vater? Es sieht nach... Ja. Es überrascht mich nicht, diese Stätte ist ihm geweiht. Dort gibt es überall Darstellungen von Schwanzfederschlangen. Boah. Oh, endlich! Ich bereue es nicht, hier gekommen zu sein, in meinem Mut.
Ja, interessant. Sein Zelt ist da hinten. Ich verstehe nicht, warum er heute Morgen noch nicht gezeigt hat, dass es... Das entspricht nicht seinen Gewohnheiten. Aber warum das so sein wird, das sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Dein Abschlusssatz. Okay,